In Innsbruck finden dieses Jahr das erste Mal die Olympische Jugend-Winterspiele statt. Über 1000 Athletinnen und Athleten aus 60 Nationen werden vom 13. bis zum 22. Jänner ihr Können beweisen. Neben dem Sportbewerb, die in allen 7 Sportarten vom Sochi 2014 Olympic Games Programm ausgezeichnet werden, werden die jungen Teilnehmer auch an speziell auf die jugendliche Zielgruppe abgestimmten Kultur- und Bildungsprogramm teilnehmen. Liechtenstein schickt 2 Athleten nach Innsbruck, nämlich der Manuel Huck bei Ski Alpin und der Martin Vögeli als Langläufer. Chef der Mission Marcel Heb ist mit den Vorbereitungen zum Event sehr zufrieden und freut sich auf das Spiel. Die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen. Wie gesagt, im Herbst hat es ein Chef der Mission Meeting vor Ort, wo man die ganzen Sportstätten anschauen konnte. Und von der Organisation her hat man sehr viele Informationen bekommen. Jetzt kurz vor dem Spiel ist man schon ein bisschen nervös. Es sollte auch alles klappen. Das Wichtigste ist, dass die Athleten gut untergebracht werden, dass sie auch das Betreuerteam möglichst schnell zurechtfinden. Und es sind so die ersten Aktionen, die ich sicher in draußen machen würde. Das Ganze mal zu organisieren, schauen, wo eine Sache ist, dass wir hier möglichst gut starten. Ich selber würde einen Tag früher anreisen. Und für dort habe ich genug Zeit, um das wirklich, wie gesagt, alles vorzubereiten. Wenn man die Nachrichten genauer verfolgt hat, weiß man, dass zurzeit sehr viel Schnee gefallen ist. Das ist zwar gut für die Skipisten, aber für den Verkehr eher hinderlich. Der Reis selber dürfte kein Problem sein. Den nächsten Tag hat er wirklich super Wetter angesehen. Und in Innsbruck selber sind sie auch froh, dass sie viel Schnee bekommen haben. Weil Patschakow zum Beispiel das Haus-Skigebiet ist nicht so hoch gelegen, also mal unten dran. Und für die Herren sind alle happy, dass es bald losgeht mit so super Verhältnissen, wie wir es jetzt so vorfinden. Liechtenstein wird mit einer eher kleinen Delegation an der Winterspiel teilnehmen. Deshalb ist es für Marcel Heb sehr wichtig, dass man auch hier mit der Schweizer Delegation zusammenarbeiten darf. Die Skipräparation selber ist sehr eine Herausforderung, vor allem im Langlaufbereich. Ich hoffe, dass wir dort wieder auf die Unterstützung für die Schweiz zählen können. Wir arbeiten schon länger zusammen mit Swiss Olympic und das ist eigentlich immer eine gute Partnerschaft. Und sozusagen hoffen wir natürlich, dass wir auf den Service zurückgreifen können. Manuel, du stehst kurz vor der Teilnahme an den ersten Olympischen Jugendspielen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man bei so einer Premiere, die doch relativ historisch ist, dabei sein darf? Ja, ist sicher ein gutes Gefühl, ja. Ja, und ich habe noch nie an so einer Veranstaltung teilgenommen. Also auch schon mit etwa 30 Nationen, aber mit 60 Nationen noch nie. Was hast du dort vorgenommen, wenn wir von den Leistungen reden? Du bist ja gehörig im Einsatz, wenn man so den Einsatzplan anschaut. Ja, ist schwierig zu sagen, aber ich denke mal, die ersten 20 sind möglich sein. Martin Vögeli, wie fühlst du dich kurz bevor es jetzt losgeht? Wohl gut. Was bedeutet die Teilnahme für dich? Der Leo hat es ja gesehen unter Marcel, dass das doch ein historischer Meilenstein ist, eurer olympischen Sportbewegung, die erste Jugendspiele. Und du bist dabei. Nicht schlecht, oder? Wohl, ich finde es schön, ja. Was hast du dir vorgenommen? Ja, ein gutes Ergebnis zum Laufen.